Stolz erheben sich die Kurven der Elbphilharmonie über dem Hafen von Hamburg. Das Konzerthaus ist zum Wahrzeichen geworden. Doch es ist auch ein Symbol für miserables Management. Fast 800 Millionen Euro hat es den Steuerzahler gekostet. Rund 10-mal mehr als geplant. Doch das ist gar nichts gegen dieses Projekt. Auf das Glück der neuen Bank, auf die Zusammenarbeit im Norden. Prost! Prost! Nur 5 Jahre nach ihrer Gründung hatte die HSH Nordbank riesige Verluste aufgetürmt. Ihre Rettung kostet den Steuerzahler viel Geld. Davon hätte Hamburg weitere 18 überteuerte Elbphilharmonien bauen können. Da liegen wir so bei einer Größenordnung von knapp 4.500 Euro. Pi mal Daumen, die jeder Hamburger direkt in Cash zur HSH Nordbank getragen hat oder getragen haben wird. Seit der Finanzkrise zahlen die Deutschen Milliarden für die Rettung von Banken. Viele halten das für ungerecht. Wenn Sie beispielsweise insolvent werden oder nicht mehr zahlungsfähig sind, kommt ja auch nicht der Staat und löst Ihre Schulden ab. Mit fremdem Geld spekulieren, aber das Risiko anderen zuschieben? Das Problem ist, dass die Banken zwar über Ethik reden, aber in der letzten Konsequenz Ethik nicht in das Bankgeschehen aufnehmen. Wenn Banken ohne Ethik handeln, müssen ihre Geschäfte dann nicht besser reguliert werden? Oder lassen sich Banken gar nicht kontrollieren? Musik. 2008 geriet das weltweite Finanzsystem ins Trudeln. Milliarden wurden vernichtet. Kriminelle Machenschaften, riskante Geschäfte und Gier rissen viele Staaten und Banken in den Abgrund. Auch in Deutschland kostete die Krise Milliarden. Damit so etwas nie wieder geschieht, wurde dieser Mann 2010 zum wichtigsten Bankenaufseher gemacht. Er entwickelte strenge Regeln, die von Bundesbank und Europäischer Zentralbank eingeführt wurden. Ein Crash wie 2008 soll so verhindert werden. Direkt nach der Finanzkrise war die Bereitschaft, auch etwas zu bezahlen für eine größere Sicherheit, sehr viel ausgeprägter als jetzt 10 Jahre später. Heute meint man, das sei nicht mehr so unbedingt notwendig, man sei ja schon sicher. Die gute Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre bringt immer mehr Politiker und Bankmanager dazu, nun wieder weniger Regulierung zu fordern. Bei einigen gerät die Krise in Vergessenheit. Der Präsident in den USA hat ja angekündigt, dass er deutlich deregulieren will. Und solch ein Deregulierungswettlauf, der hat am Ende nur Verlierer, weil man das System damit wieder schwächt. Und die nächste Krise kommt bestimmt, wir wissen nur nicht, aus welcher Richtung. Doch woran liegt es eigentlich, dass der Staat die Banken so schwer unter Kontrolle bekommt? Wir haben einen wachsenden Trend der Staaten selbst, sich zu verschulden. Und das passiert an den Finanzmärkten unter Zuhilfenahme der Banken. Also diejenigen, die eigentlich die Banken regulieren sollten, sind ab einem gewissen Zeitpunkt selbst von diesen Banken abhängig. Bis 2008 war alles einfach. Vor allem die deutschen Großbanken, aber auch Landesbanken und Sparkassen kauften, spekulierten und lockten mit riesigen Renditen. Mit welchen Mitteln Kunden gelockt wurden und wie Versprechungen gemacht wurden, zeigt ein Spot der Commerzbank. Während Sie noch nach einer Geldanlage suchen, die hohe Zinsen bringt und trotzdem sicher ist, haben wir schon das passende Angebot für Sie entwickelt. Commerzbank. Ideen nach vorn. Etwa 50.000 Kleinanleger verließen sich auf die versprochenen Renditen. Am Ende dann die kalte Dusche. Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Ich denke, dass die Politik und die Banken unter einer Decke stecken. Das meiste Geld verloren die deutschen Banken. Viele verspekulierten sich oder fielen auf Tricks amerikanischer Händler herein. Oder auf Banken, die anderen Geldhäusern wissentlich wertlose Papiere verkauft hatten. Doch bis zuletzt glaubte niemand daran, dass eine Bank pleite gehen könnte. Ich kann mich gut erinnern an die Nacht, als Lehman Brothers pleite gegangen ist. Und ich habe zu Hause gesessen und habe in meinen
PC das Wort Bankinsolvenz eingegeben und hatte keinen einzigen Treffer, weil Bankinsolvenz war gar nicht vorgesehen. Wieso konnten sich Banken sicher sein, dass der Staat schon für sie eintreten wird? Warum müssen jetzt alle für sie bezahlen? Die Wurzeln des Problems finden sich weit in der Vergangenheit. Damals, als die wichtigsten Privatbanken zu Wirtschaftsakteuren wurden. Ihr Aufstieg beginnt mit dem Siegeszug der deutschen Industrie um 1900. Unternehmen wie Bayer, Siemens oder AEG brauchen Geld für die Produktion, die Banken liefern. Sie verlangen für ihre Kredite Aktien. Die Banken werden so Mitbesitzer. Oft hängt es an ihnen, welche Firma gegründet wird und welche nicht. Das war das Negative an dem Ganzen. Die Macht der Banken war in der Zeit so groß, dass sie entscheiden konnten, wer überlebt und wer geht. Die Banken hoffen auf enorme Gewinne. Im Gleichschritt mit dem ersten deutschen Wirtschaftswunder der Kaiserzeit entstehen vor allem vier Großbanken. An ihnen kommt niemand vorbei, kein Unternehmen, kein Politiker. Die Banken haben ihre Clubs gehabt, wo die Banken und alle sich trafen. Und dort wurde auch hinter den Kulissen Politik gemacht. Das war ein System gewesen. Da wurde auch hinter den Kulissen sehr vieles geregelt, auch in der Politik. Ein Beispiel. Kaiser Wilhelm will von der Türkei bis Bagdad eine 1600 Kilometer lange Bahnlinie bauen. Das Projekt ist riskant, die Region politisch unsicher. Nach langem Zögern finanziert die Deutsche Bank das Projekt. Auch auf Wunsch des Kaisers. Als Gegenleistung bekommt sie das Recht, die Ölvorkommen 20 Kilometer beiderseits der Bahnstrecke ausbeuten zu dürfen. Die Banker spekulieren auf das Einsetzen der Wettrüsten zwischen der deutschen und englischen Flotte. Sie hoffen, ihr Öl im Kriegsfall zu Gold zu machen. Die Banken waren eben zu der Zeit nicht nur Banken, sondern die Banken waren zu der Zeit auch Förderer von Ideen. Bei der Bagdadbahn verspekuliert sich die Bank. Durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg verliert Deutschland den Zugriff auf das Öl. Trotzdem überstehen die deutschen Großbanken den Krieg einigermaßen unbeschadet. In den 20er Jahren finanzieren sie weiter Unternehmen oder bauen sie nach ihren Vorstellungen um. Als es Daimler und Benz 1925 nach der Inflationskrise schlecht ging, hat die Deutsche Bank gesagt, da diese beiden Unternehmen ein ähnliches Produktionsprofil haben, müssen wir sie zusammenlegen, damit sie dauerhaft wirtschaftlich sind, und haben dann im Prinzip Daimler-Benz AG gegründet. Die großen Geldhäuser werden immer mächtiger. Hinzu kommt, in den 20er Jahren gibt es niemanden, der sie kontrollieren kann. Eine effektive Bankenaufsicht existiert nicht. Es gab auch einzelne Vorstöße von der Politik in den 20er Jahren, eine Bankenaufsicht einzuführen. Aber dem haben sich die Banken entzogen. Und 1931 gehen drei der vier deutschen Großbanken fast pleite, weil sie zu viel Geld in Unternehmen angelegt hatten, die nicht mehr liquide sind. Das wäre alles durch eine Bankenaufsicht zumindest also gemildert, wenn nicht gar verhindert worden. Im Oktober 1929 ziehen US-Investoren plötzlich ihr Geld aus Deutschland ab. Und jetzt zeigt sich, wenn Banken auf dem Papier viel mehr Geld verleihen, als sie in bar im Tresor haben, sind sie in Krisen extrem gefährdet. Die Banken hatten nicht dafür vorgesorgt, was passiert, wenn amerikanische Banken ihr Geld von deutschen Banken abziehen und sie dann illiquide werden. 1931 schlägt die Bankenkrise durch und führt zu Massenarbeitslosigkeit. Straßenschlachten destabilisieren die Demokratie auch politisch. Die Nationalsozialisten werfen der Regierung Fehler bei der Regulierung der Banken vor. Die Wut ist groß. Nach Hitlers Machtübernahme will der neue Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht die Wirtschaft im Land ankurbeln. Thank you.
Die Aufrüstung der Wehrmacht spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Schacht nimmt das billigend in Kauf. Die große Leistung, deren ich mich mit Stolz rühme, ist, dass ich die 6,5 Millionen Arbeitslosen des Jahres 1933 innerhalb ganz kurzer Zeit wieder in Lohn und Brot gebracht habe durch meine Finanzpolitik. Die umstrittenen Methoden von Hjalmar Schacht funktionieren zunächst. Der Staat unterstützt vor allem die Rüstungsindustrie mit verlockenden Renditen auf sogenannte Wechselpapiere. Die Großbanken finanzieren alle gewünschten Projekte der Nationalsozialisten. Jetzt kontrolliert der Staat das Bankgeschäft. Achtung, Achtung! Die heutige Abrechnung wird um eine halbe Stunde vorverlegt. Ja, die wichtigste Entscheidung war, dass zukünftig die Reichsbank auch Eigenkapitalquoten und Liquiditätsquoten festsetzen konnte. Das war also das, was Experten schon nach der Bankenkrise gefordert hatten. Aber das war nichts typisch Nationalsozialistisches. Das hätte auch jede andere Regierung gemacht, wenn sie vernünftig gewesen wäre. Sie wollen also Ihr Geld bei uns in Sicherheit bringen? Ja, ja. Ich möchte das Geld so als Spargroschen. Die Banken bekommen ein neues Image. Wie ein Bauer um sein Feld soll sich der Banker um das Geld der Menschen kümmern. Dass viele Vorstände in den deutschen Geldhäusern jüdischer Abstammung sind, ist eine Quelle für antisemitische Hetze. Die Hälfte aller deutschen Privatbanken waren im Besitz jüdischer Familien. Und in den Vorständen der deutschen Großbanken war etwa ein Viertel bis ein Drittel aller Vorstände jüdischer Herkunft. Das heißt, der Anteil von jüdischen Menschen war in der deutschen Bankenwelt damals erheblich. Ab 1933 werden die Banken personell auf Linie gebracht. Durch die Kontrolle der Geldhäuser bekommt der Staat Zugriff auf die gesamte Wirtschaft. Auf Adressen, Konten, Unternehmen. Banken werden jetzt wichtige Mittäter bei der Verfolgung von Juden. Die Banken haben gnadenlos arisiert. Ob das der Bau von Auschwitz war, ob das der Bau der Großen von IG Farben war, ob das der Bau der unterirdischen am Schluss des Krieges der unterirdischen Flughäfen waren. Alles, was in irgendeiner Weise gemacht wurde, ist mit in Verbindung mit den Banken zu bringen. Mit der Arisierung gelangt ein junger Mann an die Spitze der Deutschen Bank, Hermann Josef Abs. Die deutschen Großbanken profitieren von der NS-Politik und finanzieren die Gräueltaten während des Krieges, auch die systematischen Verbrechen. Die Deutsche Bank vergibt Kredite für den Bau des Konzentrationslagers Auschwitz. Unter der Kontrolle der Reichsbank, deren Chef Hjalmar Schacht inzwischen von Hitler entlassen wurde, wird sogar Gold eingeschmolzen, das von ermordeten Juden erbeutet wurde. Die Deutsche Bank unter Hermann Josef Abs ist immer dabei. Er war Mitglied im Aufsichtsrat der IG Farben und daher wusste er auch, dass die IG Farben ein riesengroßes Werk direkt neben dem KZ Auschwitz gebaut haben. Das heißt, er war über den Komplex Auschwitz informiert. Aber ob er wirklich genau wusste, was in dem Lager geschah, wann er wusste, dass wirklich auch in Auschwitz über 1 Million Menschen durch Giftgas ermordet wurden, das ist unsicher. Bei den Nürnberger Prozessen kommen die Banker glimpflich davon. Neben einem Manager der Dresdner Bank wird nur Reichsbankchef Hjalmar Schacht angeklagt, obwohl er bereits 1939 von Hitler entlassen wurde, weil er dessen Aufrüstung nicht weiter finanzieren wollte. Mr. Justice, es ist für mich sehr schwer, diese Frage vollständig zu beantworten. Ich habe ja die Banken durch meinen Freispruch alle von der weiteren Verfolgung sozusagen bewahrt. Nach Kriegsende haben die meisten Banker tatsächlich wenig zu befürchten. Nur wer in der sowjetischen Besatzungszone bleibt, bekommt Probleme. Es gab auf alle Fälle härtere Bedingungen und einige sind tatsächlich da auch in Buchenwald ums Leben gekommen. Die haben eben nicht vor einem gesamten alliierten Militärtribunal gestanden, sondern die haben vor sowjetischen Tribunalen dann gestanden. Einige werden hingerichtet, wie zum Beispiel Rudolf Stahl, der aus dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank die Arisierung von Unternehmen vorangetrieben hatte. Gleichzeitig werden alle deutschen Banken im Osten verstaatlicht.
Zunächst bleibt nur die Staatsbank übrig. Die kann nicht frei handeln. Die staatliche Plankommission entscheidet, wohin Geld fließt. Die Erfüllung dieses Planes hat nicht nur eine materielle Bedeutung, sondern in der Erfüllung dieses Planes sind wir selbst andere Menschen geworden. Die einzige Bank der DDR soll an der Gestaltung dieses anderen Menschen mitwirken. Sie darf nur an Unternehmen Kredite ausgeben, die vom Ministerrat der DDR unterstützt werden. Das sind meist Staatsbetriebe. Privatunternehmen sind nicht gewünscht. Für die Volkswirtschaft der DDR ein echtes Hindernis. Und deswegen glaube ich eben nicht an die Moral und die Ethik. Die Ethik und die Moral in allen Bereichen des Lebens funktioniert nur dann, wenn sie einen Unterbau hat, der sie stützt. Und der Unterbau ist Macht und Geld. Deshalb gilt im Westen Profitorientierung als wichtige Triebfeder für erfolgreiches Wirtschaften. Auch wenn sie oft genug in Gier umschlägt, bis heute. Nach Gründung der HSH Nordbank sprechen die Besitzer Schleswig-Holstein und Hamburg von Chancen und Zukunft. Man will der weltgrößte Schiffsfinanzierer werden. Kredite über zig Milliarden werden an Reeder vergeben, hunderte neuer Containerschiffe gebaut. Kleinanleger werden dazu gebracht, mitzuspekulieren. Als HSV-Sponsor wirbt man in Hamburg um Vertrauen. Doch nach der Krise zeigt sich, auch Gier kann großen Schaden anrichten. Unterm Strich wird die Rechnung so ungefähr um und bei 7 Milliarden Euro für Hamburg und ungefähr 7 Milliarden Euro für Schleswig-Holstein ausgehen. Mit einem Teil des Geldes müssen die Verluste einer Firma aufgefangen werden, die sich ausgerechnet Norddeutsche Vermögen nennt. Dahinter steht die Reederei Schuld, die nach der Schifffahrtskrise kurz vor der Pleite steht. Die HSH erlässt ihr 547 Millionen Euro Schulden. Abschließend, denke ich, durchblickt das Thema HSH Nordbank wirklich niemand. Für die Bank hat der Schuldenschnitt Vorteile. Ihre Bilanzen sehen dadurch besser aus und sie kann für sich beanspruchen, eine Reederei gerettet zu haben. Als sich deren alleiniger Gesellschafter dann aber kurze Zeit später für über 8 Millionen Euro eine Luxusjacht kauft, geraten Geschäftspolitik der Bank und des Gläubigers in die Kritik. Der Reeder rechtfertigt sich, er habe ja auch Millionen seines Privatvermögens in die Firma eingebracht. Ich finde es ethisch schon stark bedenklich. Also ich denke, da fehlt dann auch ein bisschen Fingerspitzengefühl. Natürlich kann man sagen, Firma und Privat, gerade im Bereich Aktiengesellschaften, GmbHs, ist im Grunde was komplett Unterschiedliches. Aber da fehlt dann auch wirklich bei dem einen oder anderen manchmal das Fingerspitzengefühl mit, ich wurde gerade von Steuergeld gerettet und ich kaufe mir ein neues Luxusgut für mein privates Vergnügen. Wieder entsteht der Eindruck, dass Unternehmen und Banken abgehoben vom Rest der Gesellschaft ihre Interessen verfolgen. So wie es auch in den 50er Jahren aussah. Damals, als die deutschen Geldinstitute unglaubliche Macht anhäuften. Abs. Ihr Abs. Die Banken um Hermann Josef Abs mit ihrem riesigen Aktienbesitz haben nach dem Krieg wenig verloren. Denn Wertpapiere haben die Währungsreform fast ohne Verlust überstanden. Kleinsparer dagegen durch die Abwertung des Geldes fast alles verloren. Erst das Wirtschaftswunder sorgt für Wohlstand. Aber kaum jemandem fällt auf, dass besonders die Banken am Aufstieg verdienen. Ihre Dividenden wachsen. Und ganz nebenbei verdienen sie gut damit, Firmen an der Börse zu platzieren. Die Frankfurter Börse, die älteste und zweitgrößte Deutschlands, wurde in Anwesenheit von Vertretern der Militärregierung wieder eröffnet. Die alten Beteiligungen der deutschen Großbanken an der Industrie blieben weiter bestehen, weil diese ja auch durch den Krieg nicht vernichtet wurden. Das heißt, die Deutsche Bank war weiterhin Aktionär, beispielsweise bei Karstadt und bei Daimler-Benz und die Dresdner Bank bei anderen Unternehmen. So gesehen also hatte sich das Verhältnis zwischen Banken und Industrie in der Nachkriegszeit also im Prinzip da nicht mehr verändert. Anfang der 50er herrschen perfekte Bedingungen für Banken. Insbesondere profitieren sie vom Steuerrecht. Das sogenannte Schachtelprivileg erlaubt Aktionären mit mindestens 25% Anteilen an einer Firma, die Dividende nicht zu versteuern.
Die Banken häufen in ihren Tresoren immer mehr Unternehmensbeteiligungen an. Das ist sehr früh erkannt worden, dass für Banken insbesondere sehr attraktiv ist, eben tatsächlich immer über diese festgelegte Grenze zu gehen und dieses Schachtelprinzip in Anspruch zu nehmen. Die können damit definitiv erheblich Steuern sparen. Schon bald wird ganz offen von der Deutschland AG gesprochen. Die Banken sammeln immer mehr Unternehmensaktien an, ob als Sicherheit für Kredite oder durch Rettungsaktionen bei Pleiten. Sie wollen nicht spekulieren, sie wollen langfristig profitieren. Es ist eher die Dividende dieser Aktien, die für die Banken interessant ist, die ihnen praktisch hohe oder kontinuierliche Einkünfte beschert. Die Banken greifen aktiv in die deutsche Wirtschaft ein. Besonders deutlich wird das 1957. Damals fürchtet die Deutsche Bank um ihre Einnahmen aus dem Autogeschäft. Na endlich! Seines Lebens schönster Traum, ein kleines Fahrzeug mit viel Raum. BMW verkauft zwar die sogenannte Knutschkugel Isetta 160.000 Mal, aber das Flaggschiff der BMW 501 verkauft sich schlecht. Im ersten Jahr sind es ganze 50 Fahrzeuge. Auch andere Modelle laufen nicht gut. Deshalb will die Hausbank hinter den Kulissen BMW an Daimler verkaufen. Noblesse oblige, Adel verpflichtet. Das heißt hier, der Name BMW verpflichtet. Die Banken interessieren sich nicht für Namen. Sie interessieren sich für die Bilanzen. Und die sehen bei BMW miserabel aus. Die Deutsche Bank drängt auf Verkauf. Sie kontrolliert über 50% der Aktien und den Vorsitz von Vorstand und Aufsichtsrat hat sie auch bestimmt. BMW war ja damals kurz vor der Pleite und es war so, dass die Deutsche Bank und andere Großbanken dann einen Partner suchten, der BMW übernehmen konnte. Und natürlich dachte man da an Daimler-Benz. Daimler-Benz gehörte teilweise der Deutschen Bank. Auf der Hauptversammlung gibt die Deutsche Bank ihren Plan bekannt. Daimler soll BMW schlucken. Die kleinen Aktionäre sind empört. Nun ist es interessant zu sehen, dass tatsächlich in diesem Fall die Deutsche Bank das mit dem Vorstand von BMW mehr oder weniger einfädelt und dabei eben nicht sehr viel Rücksicht auf die Interessen der Kleinaktionäre nimmt. Ein Notizzettel belegt, dass die Kleinaktionäre den Plan des Vorstands durchschauen. Eine große Anzahl der Kleinaktionäre geht aus dem Saal. Im Falle einer Abstimmung gerät die Opposition immer mehr in die Minderheit. Die sich widersetzenden Kleinaktionäre sollen durch Tricks von der Abstimmung ferngehalten werden. Dem Großaktionär Deutsche Bank ist klar, dass mit seinem Vorgehen die Anteile der Kleinaktionäre de facto halbiert würden. Sie würden regelrecht enteignet werden. Dann kam plötzlich der Weiße Ritter in Gestalt von Herbert Quandt, der gesagt hat, ich übernehme eine Mehrheit des BMW-Kapitals und so blieb BMW unabhängig. Herbert Quandt ist Chef seiner gleichnamigen Firmengruppe. Er besitzt Anteile an BMW und Daimler. Sein Vermögen stammt aus der Nazi-Zeit. Jetzt will er seine Millionen gewinnbringend investieren. Ja, aus damaliger Sicht war natürlich BMW ein durchaus gewagtes Investment. Aber Quandt und andere wussten, dass BMW neue Mittelklasse-Modelle entwickelt hatte, die große Chancen auf dem Markt hatten. Und die BMW-Ingenieure waren sehr fähig. Diesen Kampf verliert die Bank. Aber letztlich gewinnt sie trotzdem. Denn natürlich hat man auch weiterhin Anteile an BMW, gibt Quandt einen Kredit und freut sich so über gute Gewinne. Ich glaube felsenfest daran, dass das Bankgeschäft eine Sache ist und dass das Unternehmensgeschäft eine andere Sache ist. Das heißt, ich bin ein großer Anhänger der Überlegung, dass derjenige, der die Rechnung bestellt, auch die Rechnung bezahlen muss. Trotz der Erfahrungen mit BMW nehmen Großbanken weiter verstärkt Einfluss auf Unternehmensentscheidungen. Allein die 12 Vorstandsmitglieder der Deutschen Bank sitzen in rund 150 Aufsichtsräten. Rekordhalter ist Hermann Josef Abs mit 30 Sitzen. Als der Wiederaufbau geschaffen war, nicht da hätte man anfangen müssen, streng zu regulieren. Und das war aber nicht mehr machbar, weil sie ja dann in einem Schub drin sind. Und wer geht dann an die Regulierung dran, wenn alles positiv läuft? Der Bundestag beschließt Mitte der 60er Jahre ein Gesetz, das alle nur die Lex Abs nennen.
Der Gesetzgeber verbietet es jedem, in mehr als 10 Aufsichtsräten zu sitzen. Als Reaktion schicken die Banken sogar Filialleiter in die Gremien. Tatsächlich haben sie nun mehr Macht als vorher. Auch wenn Hermann Josef Abs das immer bestreitet. Macht besteht darin, wenn man andere veranlassen kann, etwas zu tun. Oder etwas veranlassen kann, etwas zu unterlassen. Beides ist mir in meinem ganzen Leben nicht gelungen und folglich habe ich keine Macht. In Wahrheit haben Abs und die großen Banken sehr wohl Macht. Die wichtigsten Unternehmen werden direkt und indirekt von ihnen kontrolliert. Der freie Wettbewerb, so glauben viele, existiere nicht mehr. Ja, man hatte was dagegen, dass also einzelne, kann man sagen, Banker auch zu viel wissen, weil sie in zu vielen Unternehmen sind. Das heißt, es ist die Frage der Interessenkollision und auch die Frage, ob wirklich dann ein Banker in Aufsichtsräten zweier Unternehmen einer Branche dann auch beiden Unternehmen gleichermaßen gerecht wird. Doch das System der Deutschland AG und der sogenannten Hausbanken, die sich um die Finanzen der Unternehmen komplett kümmern, hat auch Vorteile. In schlechten Zeiten sind die Banken oft hilfreiche Partner, meist um den Preis weiterer Aktienbeteiligungen. Das, was man im Vorfeld tut, um so eine Hausbankbeziehung aufzubauen, ist tatsächlich dieser Bank entsprechend viel Einblick zu gewähren in das eigene Unternehmen und sie auch mit Informationen zu versorgen und im eigenen Aufsichtsrat praktisch ständig in den Diskussionen dabei zu haben, wenn es um Entscheidungen geht. In den folgenden Jahren verfestigt sich das System. Viele Unternehmen geben mehr als 50% ihrer Anteile an Banken ab und überlassen ihnen den Aufsichtsratsvorsitz. Studien ergeben, dass solche Art bankbeherrschte Unternehmen durchschnittlich höher verschuldet sind und auch höhere Kreditzinsen zahlen als unabhängigere. Für die Banken ist das eine komfortable Situation. Die Börsen handeln quasi nur mit den Aktien, die ihnen die Banken übrig lassen. Für diese ist der Verkauf größerer Anteile aus steuerlichen Gründen uninteressant. Pakete zu veräußern bedeutet ein starkes steuerliches Problem, weil diese Pakete in aller Regel sehr viel billiger zu Buche stehen und bei der Veräußerung dann ein Gewinn, buchmäßiger Gewinn entsteht, der versteuert werden muss. Im Osten bleibt währenddessen alles unverändert. Der Staat bestimmt über die Banken, nicht umgekehrt. Sie haben nicht das Recht, eigene Geschäfte zu betreiben. Der Zinssatz ist garantiert und Aktienbeteiligungen gibt es nicht. In der DDR hat die Staatsbank so gut wie keinen Freiraum. Die DDR hatte nur ein einstufiges Bankensystem. Das heißt, es gab nur die Staatsbank, die gleichermaßen Notenbank und Geschäftsbank war. Und diese Staatsbank war im Prinzip nur der ausführende Teil der staatlichen Plankommission, die über Investitionen und Kreditvergaben entschied. So gesehen war im Prinzip die Staatsbank eine Art, kann man sagen, Hauptkasse der staatlichen Wirtschaftsplanung. In der DDR plant der Ministerrat, wohin das Geld fließt und wer Kredite bekommt, nicht die Staatsbank. Banken und Sparkassen verteilen zwar das Geld, aber alles wird von oben vorgegeben. Selbstverständlich entscheidet die politische Einstellung darüber, welche Projekte unterstützt werden. Natürlich musste auch die Schaffung der DDR auch Kredite prüfen, aber letztlich gesehen war das ja risikolos, weil der Staat ja für die Volkseigenbetriebe haftete. Und so gesehen ein Konkursrisiko des Kreditnehmers völlig ausgeschlossen war. In den Mittelpunkt des Interesses gelangt die Staatsbank der DDR dann nach dem Mauerfall. Bundesbankpräsident Pöhl und Staatsbankpräsident Kaminski versuchen Wege zu finden, das Banken- und Währungssystem der DDR an die neuen Bedingungen anzupassen. Wir wollen jetzt nicht hier vor dem Fernsehen nun eine Wirtschaftsreform der DDR in den Einzelheiten diskutieren. Ja, gut. Vorsicht. Herr Schön, eine kurze Frage. Kann man mal ganz kurz. Die wichtigen Entscheidungen werden heimlich getroffen. Während noch über die Währungsfragen verhandelt wird, übernimmt die Deutsche Bank unter Hilmar Kopper die DDR-Staatsbank.
Wirklich Grund zum Jubeln haben aber nicht die Menschen, sondern vor allem die Deutsche Bank. Denn mit der Einführung der D-Mark bricht zwar die Wirtschaft im Osten zusammen. Viele DDR-Betriebe können Kredite nicht zurückzahlen und gehen pleite. Aber die Verluste der Staatsbank übernimmt der Staat. Nicht ihr Partner, die Deutsche Bank. Die fährt die Ernte ein. Im Rahmen dieses Joint Ventures hat die Deutsche Bank ca. 130 Geschäftsstellen der ehemaligen Staatsbank hier in der DDR übernommen. Ja, sie hat nicht die ganze Staatsbank übernommen, sondern sie hat also die Hälfte der Filialen übernommen. War natürlich Gold wert, weil es damals zu wenig Bankgebäude gab und man natürlich also vor Ort sein musste, um Geschäfte machen zu können im Zeitalter des Bankings vor dem Internetbanking. Und das hat natürlich der Deutschen Bank gegenüber ihren Konkurrenten Dresdner Bank, Commerzbank, einen Startvorteil verschafft. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsche dir einen guten Tag. Die wichtigste Deutsche Bank verdient schon Geld, bevor die Konkurrenten auch nur einen Bankschalter besitzen. Werbematerial für Sie. Während ganz Deutschland noch auf die Wiedervereinigung konzentriert ist, richten die Großbanken ihren Blick hingegen längst auf ein neues Geschäft. Und wieder schreitet die Deutsche Bank voran. Deutschland AG, Hausbank, Aktien, Dividende, alles plötzlich altmodisch. Investmentbanking heißt das Zauberwort. Die Deutsche Bank war in der ganzen Nachkriegszeit mit 5, 6, 7% zufrieden. Ja? Da ist heute, es gab Unternehmen, die haben dann 20, 30, 35% gemacht. Und plötzlich wollten die Banken das auch. Besonders in England und den USA hat sich das Bankgeschäft in den 80ern verändert. Die Geldhäuser interessieren sich weniger für das langfristige Wohl von Unternehmen, sondern versuchen mit Investitionen kurzfristig Profit zu machen. Zum Teil spekulative Geldanlagen für die Kunden bringen hohe Provisionen. Der Handel mit Wertpapieren und die Organisation von Börsengängen sind jetzt wesentlich attraktiver als die Dividende der jahrzehntealten Industriebeteiligungen. Vorher wäre es undenkbar gewesen, dass eine deutsche Großbank die Übernahme eines großen deutschen Unternehmens mit feindlichen Mitteln unterstützt. Der bekannteste Fall ist ja nun beispielsweise die Übernahme von Hösch oder auch die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone, durch einen englischen Telekommunikationskonzern. Hier haben deutsche Banken ein Juwel aus der Deutschland AG dann mitverkauft, weil sie daran auch erheblich mitverdienen konnten. Die Deutsche Bank will in das neue Geschäft ganz groß einsteigen. Sie kauft die englische Investmentbank Morgan Grenfell. Die ist bekannt für ihre aggressiven Verkaufsmethoden und für die immensen Bonuszahlungen an ihre Verkäufer. Für die Deutschen eine bis dahin völlig neue Welt. Unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder erhalten die Banken noch mehr Aufschwung. Sein Kabinett beschließt, dass sie Gewinne aus Aktienverkäufen ab 2002 fast steuerfrei einstreichen dürfen. Das ist das Ende der alten Deutschland AG. Wer das Investmentbanking, kann man sagen, bewusst fördert, wer den Verkauf von Unternehmensteilen durch Banken, durch steuerliche Gesetzgebung also erleichtert, muss sich auch nicht wundern, warum dann Finanzinvestoren auftauchen, die Unternehmen massenweise aufkaufen und dann wieder verkaufen, zulasten der Unternehmen selbst. Nun stoßen die Banken ihre jahrzehntelang gehaltenen sicheren Einlagen ab und machen satte Gewinne. Statt Kredite an Unternehmen zu vergeben und damit Risiko zu tragen, wollen die Banken lieber Dienstleister für die Ausgabe von Anleihen werden. Das ist ein Geschäft ganz ohne Risiko. Die Bank verdient, sobald eine Anleihe am Kapitalmarkt platziert ist. Investmentbanking ersetzt zunehmend das klassische Bankgeschäft. Das ist garantiert nicht als Tor zur Hölle verstanden worden, sondern es ist eben eine sehr sukzessive Entwicklung, die Mitte der 80er Jahre einsetzt und eigentlich ja sehr logisch ist. Also wenn man tatsächlich jetzt sich als internationale Bank versteht, die mithält mit den amerikanischen Banken, dann muss man in diesem Geschäftsfeld tätig werden. In dieser Phase meldet sich in den USA ein Ökonom zu Wort,
Er fordert vehement eine starke Bankenaufsicht. Sonst werde es zu einer Finanzkrise kommen. Sein Name? Hyman P. Minsky. Wir brauchen etwas, um den Markt vor einem Desaster zu bewahren. Minsky wird müde belächelt. Wenn er überhaupt wahrgenommen wird. Auf der ganzen Welt sind die Banker berauscht vom Turbokapitalismus. Kontrolle und Regulierung für Banken gilt als überflüssig. Minskys Forderung als altmodisch. Er hat ja gesagt, dass es ja wichtig ist, dass der Bankenaufseher dann auch immerhin so viel wissen muss, wie die Bankengeschäfte machen. Das heißt, er muss über die Risikostrukturen der Banken auch genau Bescheid wissen, damit er entsprechende Anordnungen zur Sicherung des Bankgeschäftes sichern kann. Minsky sieht die Gefahren voraus, die den Banken drohen, wenn sie in guten Zeiten immer waghalsiger spekulieren. Für ihn ist klar, es liegt in der Natur der Sache, dass spekulative Finanzsysteme letztlich aus dem Ruder laufen. Er hat ganz stark die Akteure am Markt im Blick gehabt und ist damit also ganz nah an dem, was wir heute Behavioral Economics nennen. Und das ist praktisch nicht das, was man ausrechnen kann, sondern wo man tatsächlich auf das Verhalten der Leute gucken muss. Und da spielen natürlich psychologische Effekte eine sehr große Rolle. Minsky geht von zerstörerischen Kräften im Finanzsystem aus, die rechtzeitig kontrolliert werden müssen. Sonst führe das System schon aus psychologischen Gründen zum Zusammenbruch. Ich glaube, jeder Mensch hat in seinem Hirn ein Giergehen. Und dieses Giergehen ist bei einigen so stark, dass sie alles aufgeben, um das zu befriedigen. Die neue Generation von Bankern bekommt von dieser Theorie nichts mit. Aber sie bestätigt sie unwissentlich. Der seriöse Bankberater ist out. Risikolos mit dem Geld anderer reich werden, heißt jetzt die Devise. Man geht aus einem bestimmten Grund in so ein Business, wo man relativ viel verdient. Der Gemeingrund war einfach, ich möchte nie das Problem haben, dass ich zu wenig Geld habe oder dass ich mir Dinge, die ich wirklich brauche oder haben will, nicht leisten kann. Rasend schnell wächst das Geschäft und die deutschen Banken wollen mit dabei sein. Während sie in den USA immer neue Risiken eingehen, findet etwa eine Autostunde von New York entfernt der Mann seine letzte Ruhestätte, der bis zuletzt vor diesem Hype gewarnt hatte. Hyman P. Minsky wird 1996 auf dem Highland Memorial Park Cemetery in Rhode Island beerdigt. Seine wichtigste Studie über die Kontrolle von Finanzsystemen soll sich etwas mehr als 10 Jahre später auf dramatische Art und Weise bestätigen. Am 15. September 2008 kommt es zum Crash, vor dem Hyman P. Minsky gewarnt hat. Die amerikanische Bank Lehman Brothers ist insolvent und sie reißt die ganze Welt in eine Krise. Denn sie hat weltweit Spekulationspapiere verkauft, die nichts wert sind. Und ihre Schulden bleiben offen. Die Folge? Die Banken haben zu wenig Geld für ihre eigenen Verpflichtungen. Sie leihen sich nicht einmal mehr gegenseitig Geld. Ich war damals bei der Bank of America, so viel später kann man das erzählen. Und der für die Finanzen zuständige Kollege hat gesagt, ich habe versucht, ein 10 Millionen Finanzierungsticket zu platzieren und ich habe es nicht finanziert bekommen. Und da meinte dann jemand, da hast du dich sicherlich versprochen, du meintest 10 Milliarden. Da dachte er, nein, 10 Millionen. Und da stand uns der Angstschweiß auf der Stirn. Selbst die damals größte Bank der Welt bekommt Schwierigkeiten, sich eine für Bankverhältnisse läppische Summe zu leihen. Einige deutsche Banken geraten sogar in Existenznot. Jedenfalls alle, die sich auf das Investmentgeschäft eingelassen haben. Das Systemproblem war, dass man insgesamt dem Markt nicht mehr geglaubt hat. Und dass es mit zu wenig Eigenkapital und zu wenig Liquidität bei zu hohen Risiken unterwegs war. Nicht? Und das war das Hauptproblem, dass man dann auch nur systemweit ändern kann. Wenn es ein oder zwei oder drei oder vier Einzelfälle gegeben hätte, hätte man die bereinigen können. Es war ja durch das ganze System hinweg zu wenig Eigenkapital und zu wenig Liquidität da. Jetzt greift die Politik ein.
Wenn die Menschen in diesem Moment ihr Geld von den Banken abziehen, bricht alles zusammen. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Der Staat übernimmt das Risiko und stützt die Banken mit gewaltigen Summen. Der Ruf nach Regulierung wird laut. Wenn dann so ein großer Teil der Wirtschaft, nämlich bei den Banken, aufgrund der erwarteten Ansteckungsgefahren grundsätzlich vom Steuerzahler aufgefangen werden, ist das ein Mechanismus, der so nicht geht und den man ändern musste. Andreas Dombrett und die Bundesbank bauen nun ein Kontrollsystem auf. In Stresstests wird überprüft, ob Banken Krisen überstehen würden und ob sie genügend Eigenkapital und Liquidität zurückhalten. Gleichzeitig wird die Krise weiter abgewickelt. Einige der Landesbanken haben ihre faulen Papiere in sogenannte Bad Banks ausgelagert. Sie bekommen die Kreditpapiere, die stark an Wert verloren haben oder nichts mehr wert sind. Der gesunde Rest soll privatisiert werden. Die HSH Nordbank geht von Norddeutschland nach New York. Ausgerechnet eine Investmentfondsgesellschaft ist der neue Käufer. Für diejenige Bank, die durch schlechte Investmentgeschäfte die Steuerzahler so viel Geld gekostet hat. Ein gutes Ergebnis, gemessen an den schlechten Ausgangsbedingungen. Ein Schlussstrich unter eine falsche Entwicklung, die in den Jahren 2003 bis 2008 stattgefunden hat. 1 Milliarde Euro ist der Kaufpreis für die Bank, die einmal bei den ganz Großen mitspielen sollte. Ein Vielfaches an Milliarden hat der Steuerzahler bezahlt. Letztendlich muss man eben gucken, dass man auch Arbeitsplätze in Hamburg hält. Im Bereich Banken sind wir sowieso schon sehr ausgedünnt. Von daher rein auf Hamburg betrachtet, ist der Verkauf wahrscheinlich gegenüber der Abwicklung das deutlich Bessere. Unabhängig von der HSH Nordbank bleibt eines offen. Hat Deutschland etwas gelernt aus der Geschichte der Banken? Oder wird der Staat in Zukunft im Notfall wieder aushelfen müssen? Damit sind wir wieder ein wenig bei Minsky und bei der Frage, wie benimmt man sich eigentlich in Phasen, wo man sich sehr sicher fühlt und wo das Prinzip Hoffnung einen leitet. Gerade da sollte man nicht deregulieren, sondern die Regulierung anpassen und vernünftiger machen. Gerade jetzt die Regulierung wieder zurückzunehmen, kann sehr wohl der nächsten Krise Vorschub leisten. Nach mehr als 100 Jahren, in denen Banken weitgehend unkontrolliert ihren Geschäften nachgehen konnten, stehen sie nun unter der strengen Aufsicht des Staates. Es wird sich zeigen, wie lange das so bleibt.